Hallo und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, zu Dwarf Fortress. Ja, das Erste, was ich machen muss, wir brauchen mehr Bins. Und ich habe aus Versehen Koffers hergestellt. Das war falsch. Was müssten wir wirklich herstellen? Da ist Stone Workshop. Coffin sicher nicht. Cabinet auch nicht. Wobei ich glaube, es gibt sogar gar keine. Steinvariante für. Bins für Kisten. Quern, Pedestal, also Podest, Millstone, Hedgecover, Grate, Floodgate. Tür, Coffin, Koffer. Cabinet, Bookcase, Blocks, Armor, Stand und Altar. Nee. Das heißt, wir gehen erstmal in unsere. Weil wir haben ja mehr als genug Holz. In unser Task-Menü. Da werden noch Türen hergestellt und wir brauchen Bin. Ja, toll. Wo denn Bin? So. Davon machen wir auch gleich mal so 30 Stück. Und gucken mal, wie unser. Rauszoomen ein bisschen, wie unser Eingangsbereich mittlerweile aussieht. Ja, sieht recht gut aus. Jetzt entfernen wir noch hier und hier die Rampen mal. Also so hier und hier. Da ist unser Fischer. So, und jetzt gibt es einen breiten Channel-Befehl. So, jetzt brauchen wir eine Brücke. Die müsste ja hier sein, Bridge. Ja, wir wollen, dass sie in die Richtung geschlossen wird. Dafür brauchen wir garantiert keine Iron Bars, sondern Schaltblocks. So. Ah, sind das neue Migranten? Ja.
Karawane ist mal wieder angekommen. Oder ist das die, die wir bereits bedient haben? Ja, das ist die unsere Karawane, die wir bereits bedient haben. Und neue Migranten. Wie viele Zwerge haben wir mittlerweile? 41. Trinken haben wir noch genug. Animal Dissector, ein Hunter, der könnte ein neuer X-Bow werden. Zwei Peasants, ja, die könnten wir auch zu X-Bows machen. Und der Rest sind Childs. I've been fine. The best way to get what you want out of life is to work for it. Ah, du bist der Animal Dissector. Baut jemand diese Brücke? Frage ich mich gerade. Construction inactive. Ah, wir haben aber wenigstens wieder Bins. Oh, und hier ist alles gesmoothed. Das ist auch gut. Das heißt, wir können hier erstmal Türen platzieren. Und dann Betten. In den noch fehlenden. Und da werde ich gleich damit anfangen, die nächsten zu schleifen, dass wir dort noch mehr Schlafzimmer einrichten können. Okay, waiting for construction. Die Chalk Blocks scheinen dort zu sein. Ich sollte aber dem Quartzdorf Workshop mal wieder eine Pause gönnen. Achso, das ist das Baby. Ich dachte gerade schon, warum bin ich nackt? Dangerous Terrain. Und ja, ich muss bald mal Hunde schlachten, glaube ich. Guinea-Cock, also ein Meerschweinchenhahn. Oder Guinea-Cock, besser gesagt, ja. Also Pets, Livestock haben wir doch relativ viel.
Und ich sollte mal wieder. In der Küche wird noch gekocht. In der Destille. Wir warten immer noch darauf, dass. Ah ja, dass Dom Mason kommt und baut die Brücke. Gut. So, währenddessen kann ich im Mechanics Workshop drei neue Walk Mechanisms in Auftrag geben. Und ja, ich remove den mal, weil anders kriege ich den Link nicht los. So. Wir haben eine Brücke, das heißt, ich kann wegchanneln. Beziehungsweise. Die Rampen da entfernen lassen. So. So. Zwei Lever platzieren. Alles wieder weiterlaufen lassen. Die sind jetzt mittlerweile ziemlich fix, was das Moven angeht. Wahrscheinlich, weil sie jetzt mittlerweile Erfahrung darin haben. Und weil sie zu dritt sind. Ah. Naja, wir brauchen die Schlafzimmer. Sonst haben wir unglückliche Leute. So, Link Lever. Und Link Lever. Ups. Das war die falsche Brücke. Dual Link Lever. Achso, können wir gerade gar nicht. Oh, ich habe ein Baby-Lama verloren. Ich sollte mal gucken, was für Animals habe ich noch, die ich zuweisen sollte. Den da am besten, weil ich habe vergessen, das Baby-Lama. Die Sau sollte ich noch dazu weisen. Und das war's eigentlich. Weil um die Pets kümmern sich ihre Besitzer ja selber. Aber ja, das Baby-Lama. Dead Missing.
Okay, da können wir wieder anschmeißen. Mechanisms haben wir eigentlich. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, sind doch alle da. Vier verbaut, zwei sind übrig. Na gut, mache ich noch mal ein extra. Und ja, ich muss gucken, dass ich Betten platziere. Betten und Türen. Ach, da seid ihr ein Fishery Worker geworden. Dwarvenschild. Ein Kind ist mit einem Mut possessed. Das ist nie gut. Für den Schein sieht er aber auch ziemlich alt aus. Hat eine Mysterious Construction im Crafts Dwarfs Workshop begonnen. Okay, also er hat alles, was er braucht. Es war nur Holz. Zum Glück. So, was buddel ich als nächstes aus, ist die gute Frage. Hier können mal fünf Bins hin. Pecan Wood Scepter. He offers it to the Brazen Brothers. Praktisch. Also ja, holen wir uns mal den Hunter. Expo. Und die beiden Peasants, die werden... Ich lerne es irgendwann noch, den richtigen zu drücken. Peasant wird Expo. So. Und der letzte Peasant hier wird auch Expo. So. Squad.
Ja, hier. Haben wir hier den Expo. 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 So. Presser, Spinner, die müssen wir alle noch irgendwie zuordnen. Will mal kurz gucken, der Animal Dissector, den wir da haben.